Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Renegade Platinum in der Nuzlocke Hardcore. Nuzlocke tatsächlich, wir sind sehr hardcore unterwegs. Wir haben nämlich ein Level Cap und wir benutzen keine Items, denn wir sind sehr crazy. Außer natürlich Items, die zum Tragen gegeben werden. Ich habe trainiert, ich habe mit Akim ein unglaubliches Pokémon besiegt. Ich habe noch ein Poliwag geangelt und das besiegt und bin direkt auf Level 7 gegangen. Von daher, easy game, easy life. Ich habe Marco ein Level trainiert und Marco hat dabei Biss gelernt und das ist sehr nice, weil wir haben jetzt einen Stab-Move und der könnte ziemlich reinböllern. Und was wir heute machen ist, wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Primär nach Norden. Verrückt, ich weiß. Aber wir gehen jetzt nach Norden. Wir müssen nach Norden, denn im Norden gibt es Items und Pokémon. Zuallererst gibt es hier Route 204 einen Encounter. Den nehmen wir mit. Ich weiß noch nicht so ganz, was liede ich denn hier? Akim ist in Ordnung, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Pflanzentyp ist, ist sehr hoch. Und wir gehen rein ins Gras und wir haben kein Pokémon-Encounter, sondern dieses Item hier gefunden, was ein Para-Heiler ist. Der hilft, wenn du paralysiert bist. In der Tat. Und hier haben wir unseren Encounter für Route 204. Und zwar ein Knospi. Absolut in Ordnung. Es ist ein Grass-Type. Es wird zu Roserade. Mit ein bisschen Glück. Wenn man, also nicht mit Glück, sondern wenn man es trainiert und es einen liebt. Weil, also, Fun Fact. Als ich BDSP gespielt habe, also ich habe Shining Pearl, als ich das gespielt habe, habe ich irgendwie bis nach der... Nee, hatte ich es in der Wasserarena schon? Also ich weiß, dass ich zur dritten Arena immer noch kein Roselia hatte. Da hatte ich immer noch Knospi. Also es hat sich sehr spät entwickelt. Es hat sich sehr spät entwickelt. Weil es... Ich weiß nicht, es ist nie gestorben. Ich habe genuzlockt. Aber es hat mich einfach nicht geliebt. Wahrscheinlich, weil BDSP-XP-Teiler und ich muss mein Pokémon nie einsetzen. So. Wir werfen einen Pokéball auf das Knospi. Eins, zwei, drei. Wir haben das Knospi gefangen. Es ist sehr männlich. Männliches Knospi werde ich Inigo nennen. Ich habe immer noch kein Video hochgeladen. Wir haben immer noch denselben Tag, wie als ich den ersten Part aufgenommen habe. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen was am Stück auf. Ne? Dann habe ich was auf der Platte. So, ich nenne dieses Badiou jetzt Inigo. Was heißt am Stück? Es sind immer ein paar Stunden dazwischen, weil ich mache dann irgendwie was anderes zwischendurch. Gucke mir ein paar Videos an oder Stuff halt. Warte mal, haben wir das? Haben wir eigentlich? Nee, haben wir nicht. Okay. Weiß auch nicht, warum ich bis hier so weit zurückgegangen bin. Der Akzent ist, glaube ich, auf dem Ober-Inigo, oder? Ist mir auch egal, wo der Akzent ist. Wir haben eh keinen. So. Ist es in Box 1. So, Knospi. Super Standard, dass man den hier kriegt, ne? Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben einen Knospi. Wir sind glücklich mit der Situation. Wir lieben wieder Menno. Und wir gehen rein in die Konfrontation mit diesem Mädchen. Oh, ein schwach aussehender Trainer. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Sowas sagt man nicht. Zumindest nicht zu mir. Du kannst das zu jedem sagen, aber sag es nicht zu mir, Sarah. Mit einem Shinx. Oh, das sind unangenehme Situationen. Okay, es hat Intimidate. Ich hätte also eh einen Switch machen wollen. Nicht gemusst, aber machen wollen. Wir switchen rüber auf Akim, unser Bulbasaur. Er ist in den Tackle. Wie viel macht denn der Tackle von so einem Level 8 Shinx? Gar nicht mal so wenig. 6 KP. Das ist solider Schaden. Wir weinen Whippen rein. Ich weiß nicht, ob der schon Elektro-Moves hat. Also Diamant Pearl auf jeden Fall nicht. Oh, plus 1 Attack. Diamant Pearl auf jeden Fall nicht. Platin glaube ich am Level 8 auch noch nicht. Ich glaube, das dauert irgendwie Level 11 oder so. Aber Vine Whip sollte ein Field KO sein. Von daher habe ich jetzt nicht so viel Angst vor dem Howl. Wir leben auch einen Crit Tackle an dem Punkt noch. Genau. Und schneller sind wir auch. Also nochmal Dead Quick Attack. Okay, das war eine knappe Kiste. Scheinux lernt für gewöhnlich kein Quick Attack, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, das lernt es nicht. Oder vielleicht lernt es das. Vielleicht bin ich lost. Ist nicht unmöglich, aber ich glaube nicht. Das war gruselig. Pidgey. Okay, kein Pursuit und ich wäre sowieso ausgewechselt. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wir gehen auf 1 Cooler. Wir gehen auf 1 Cooler. Go 1 Cooler. Quick Attack. Für 6 KP. Autsch. So, wir sind aber schneller. Wir sind Evoli. Wir gehen für Covet. Das ist hoffentlich ein 2-Hit KO. Base 60er Move. Kein 2-Hit KO. Kommt ein Tackle. Autsch. Ich glaube, Biss ist hier der Play. Hoffen, dass er nicht viel Quick Attack geben, dass wir einen Flinch bekommen können. Oh, das war ein Crit. Kein Flinch bekommen. Da kommt Gast und jetzt müssen wir auswechseln, damit wir nicht Quick Attack werden von dem Pidgey. Das wäre nämlich sehr unangenehm, wenn das passieren würde.
Kannst du Quick Attack? Nein. Hey, Thais! Alles gut bei dir? Just a little more. Hang in there, Thais. Da kommt die Quick Attack. Autsch. So, bitte geh mal jetzt nicht für Quick Attack. Drück mal einen anderen Move. Dankeschön. So, Pidgey weg. Und das letzte Bon. Was ist hier das letzte Pokémon unseres Gegners? Akimarich Level 8, das ist schön. Und lernt Leech Seed, das ist auch cool. Ein Skula auch Level 8. Kein neuer Move. Und das letzte Pokémon ist Nidoran weiblich. Okay, wir drücken ein paar Mal Ember. Wir gehen jetzt für ein paar Embers. Der kann uns mit Gift Dawn, so heißt die. So heißt die Fähigkeit. Genau, mit Gift Dawn kann er uns nicht vergiften. Droppt unsere Defense, sollte aber nicht so schlimm sein. Nidoran weiblich hat eigentlich keine geilen Attacking Moves. Scratch macht jetzt. Ja, ist völlig fein. Das ist völlig fein. Kommt noch ein Ember. Noch ein Scratch. Kein Ding. Kein Ding. Auf, oh Gott. Aber wir sind schneller und wir killen. Also, puh. Das hat weh. Nidoran ist weg. Level 10. So, eins noch und wir sind auf dem Level vom Rivalen. Ist das nicht amazing? Ich finde das auch ziemlich amazing. Okay, Sarah, nehme ich nie wieder weak, ja? Nehme ich nie wieder weak. Bin strong. Ich habe vor allem mehr Pokémon als du. Das war hier der ausschlaggebende Faktor tatsächlich. Strength in Numbers. Hätten wir gleich viele Pokémon gehabt, dann wäre es hier schon kritisch geworden. Aber unsere Pokémon auch nicht gleich stark. Das war auch ein bisschen unfair hier tatsächlich. Das war ein bisschen unfair. Du warst ein Level höher. Bis ich dann ein Level höher war. Dann war es wieder fair. Reden wir nicht darüber. Reden wir nicht darüber. Wir wechseln unseren Lead, denn Dodo hat auch gerade ein Level abbekommen. Das heißt, es ist jetzt ein anderes Pokémon vom Level her am niedrigsten. Und das ist Makua. Und Makua hat Stab Biss. Und wenn der nicht wehtut, dann weiß ich auch nicht. Wir haben doch gerade ein Pokémon gefangen. Wir können uns doch unser Badiou auch mal eben angucken. Ich hoffe, es ist irgendwie timid, weil mein Badiou in, mein Knospi in meinem Shining Pearl Playthrough war Jolly. Das war nicht so geil. Also minus Special Attack hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Hardy, neutral. Okay, damit können wir arbeiten. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Ist Absorber gebufft? Nee. Aber damit können wir arbeiten. Das ist ein absolut solides Knospi. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich habe schon deutlich schlimmere Knospis gesehen in meinem Leben. Und dieses Knospi ist sehr okay. Es entlastet mich auch sehr, weil meine letzte Nuzlocke war ja in, die habe ich verkackt. Das war in Insurgents, Pokémon Insurgents. Und da konnte ich DVs sehen und das war immer nur sehr traurig. Jetzt kann ich sie nicht mehr sehen. Jetzt können sie immer noch scheiße sein, aber ich würde es nicht mehr so aktiv wahrnehmen und wäre nicht mehr traurig. So, ich hoffe, du hast wirklich ein Magikarp und du behauptest es nicht nur einfach. Ich hoffe, du hast wirklich ein Magikarp. Ein Pokémon, ein Magikarp auf Level 11. Crazy. Das sollte noch nicht mal tackle können. Es splasht los. Außer natürlich, es ist wie in Blaze Black und Blaze Black 2, dass du einfach das Magikarp einfach crazy Moves hat, mit dem es nichts machen kann, weil es keine Text-Set hat. Es hat auf jeden Fall schon Tackle. Okay. Okay. Hast du Bounce, Magikarp? Hast du Bounce? Es hat auf jeden Fall Tackle. Aber hast du Bounce, Magikarp? Hast du Bounce? Wir werden es nicht herausfinden. Wir haben Magikarp einfach weggebisst. Und es gibt auch kaum XP, weil es Magikarp ist. Sad. Ah, das ist ein Pokémon, das ich von meinem Vater bekommen habe. Das klingt nach deinem persönlichen Problem. Oder das dem von deinem Vater. Also, was für ein Vater musst du sein, dass du deinem Sohn Carpador schenkst? Also, ich meine, es kann Tackle. Ich meine, es kann Tackle. Also, kein so schlechtes Geschenk, weil irgendwann ist es ein Gyarados und dann nimmt es Leben. Also, ne, so, weil es schon Tackle kann. Wenn es noch kein Tackle könnte, wäre es einfach fies. Aber da es schon Tackle kann, er kann es trainieren. Ey, es ist solide. Kann man mitarbeiten. Und vor diesem Pokémon kann man weglaufen. Aber mit Full Speed. Wir haben noch einen Encounter vom Rivalen, den würde ich gerne mitnehmen. Also in der Theorie 2, aber ich will den anderen, da gibt's Gras, da will ich lieber das Gras später haben. Ich brauche jetzt nicht noch einen Water-Type. Lass Samantha mit Oddish. Okay, Level 8 Oddish. Go Makua. So, ich gehe mal davon aus, wir sind schneller und gehe mal für einen Biss. One-Hitten wird er mich nicht. Und das ist ein Stab-Biss. Der macht guten Schaden. Der geht für Growth. Mhm, okay. Du kannst mich trotzdem nicht one-hitten. Deswegen gehe ich nochmal für einen Stab-Biss. Kann ich einen Flinch haben? 30% Chance auf Flinch. Nee, geht für Acid. Das sollte wehtun auf plus 1. Crit hätte mich einfach gekillt. Ach du Scheiße. Wir sind schneller, wir killen mit Biss. Ach du Scheiße.
Okay, Makua ist doch fragiler, als ich gedacht habe. Oder Ordisch deutlich stärker. Aber ich denke mal, Makua ist einfach fragiler, als ich dachte. Aber wir haben Level-Up dadurch bekommen. Shit hätte uns einfach gekillt. Ach du Scheiße. Bellsprout. Ja, da wechseln wir jetzt aus, bevor uns das Bellsprout umbringt. Menno, du hast einen Move für dieses Bellsprout. Der nennt sich Schnabel. Und ich möchte, dass du ihn einsetzt. Acid. Wie viel macht Acid? Das war ein Crit. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Dann wechseln wir mal eben raus auf Thais. Thais hat auch keinen Bock, gekrittet zu werden. Ich gehe auf eins cooler. Weil Acid ist ja auch neutral gegen Thais. Das tut so weh. Okay. Wir gehen rein mit Covet. Ich vertraue mir nicht. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube nicht, dass Covet plus Biss killt. Ja, wir brauchen schon zwei Covets. Geht für Vine Whip. Das ist ja noch stärker. Wir hoffen mal, dass jetzt ein Covet killt. In der Theorie sollte das drin sein. Ist es auch. Sehr schön. Alter, die machen so viel Schaden. Ach du Scheiße. Letztes Pokémon. Knospi. Okay, Knospi ist fein. Knospi hat keine Moves. Knospi hat keine Moves. So gar keine. Wir könnten auf Akim gehen. Wir haben nämlich Tackle. Genau, wir gehen auf Akim und wir tackeln das Badiou. Der kann uns nicht, da kann uns nichts mehr passieren. Der kann uns nicht vergiften. Absorber macht nichts. Und wir können einfach Tackle spammen. Ohne dass wir vor Angst vor Giftdorn haben müssen. Let's go. Ja. Growth ist in Ordnung, du hast nur einen vielfach resisteten Absorber. Mein Tackle macht ein bisschen mehr. Setz ruhig Wachstum ein, so viel du willst. Hier kommt jetzt die Tackle-Attacke. Die mächtigste aller Attacken. So, wie macht der Absorber jetzt? Auf plus 2. Immer noch ein KP. Verrückt. Verrückt. Dann tackeln wir mal weiter, ne? Der versucht jetzt hier das Ganze herauszuzögern, indem man sich einzelne HP abzieht. Oh, das waren sogar zwei. Aber er heilt damit immer nur einen. Immer noch nur einen. So, nächster Tackle sollte killen. Watersport, ja, jetzt erst recht. Also, da heilt er ja nicht mal was. Er schwächt die Kraft des Feuers. Tu das, Badiou, tu das. Hier kommt ein Tackle. Weg. Zerstört. Solide XP. So, wir hauen dann jetzt gerade mal wieder ab. Das war gerade sehr gruselig. Ne, wir hauen nicht ab. Wir werfen Tränke ein. Dann können wir nämlich gleich ein Pokémon fangen. Potion! So, Makua kriegt eine Potion. Ah, ich muss das alles einzeln noch machen. Ging der nicht in... Ging das in Gen 5 schon, dass du mehrfach... In Gen 5 ging das, glaube ich, auch noch nicht, oder? Da bin ich mir unsicher, ob das in Gen 5 schon ging. Gen 5 hat sehr viele Quality of Life Changes gemacht. Ich weiß nicht, ob der dabei war. Wir nehmen Slippy zum Fangen, weil Slippy hat Hypnose. Okay, rein da. Nächster Encounter. Ravaged Path. Nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um ein... Oh, hier liegen lustige Items. Dass es sich hier um ein Zubat handeln wird. Ich hätte aber einen Expertengurt. Geil. Ich hätte aber Bock auf sowas wie Kleinstein zum Beispiel. Kleinstein wäre nice. So ein Jog-Type. Zum Beispiel dieser hier. Aber damit wir schon mal eine Normal Resist haben. Let's go, Slippy. So, Ding ist, ich kann den mit Slippy nicht angreifen. Ich kann nur Hypnose einsetzen. Weil ich würde den One-Hitten und Robustheit funktioniert noch nicht so wie in Gen 5 onwards. Also, das schützt einen hier nur für K.O.-Attacken. Nicht vor von Full-HP One-Hitten werden. Ey, kannst du bitte einfach in einem Ball drin bleiben? Ich will dich jetzt gar nicht schwächen. Das ist mir ein bisschen zu... anstrengend gerade. Bleib doch einfach drin. 1, 2, 3. Dankeschön. Dankeschön, Geodude. My Dude. Einfach, ne? Das ist ja einfach mein Dude. Der lebt, der geht einfach in den Pokéball. So, das Rock-Pokémon. Klar möchte ich dir einen Spitznamen geben. So, Jog. Ich glaube an dich. Ich glaube nicht, Jog. Du gehst jetzt in Box 1.
So, Jorg ist der Armor Knight aus Final Fantasy 1 und Jorg rückwärts heißt Guard. Und genau das soll er für uns tun. Unsere Guards sein gegen Normal-Type-Attacks. So, wen gehen wir in den Expert-Welt? Ich glaube, ich sehe den auf Thais. Dann macht er gegen die Pflanzen ein bisschen mehr Schaden. So, einen Schutz eingeworfen. Und TM Jogtum. Nicer Move. Macht Spaß. Geiles Ding. So. Kann das denn. Also, Jogtum sollte ja zum Beispiel unser Äffchen lernen. Noch nicht. Okay. Wenn er sich entwickelt, lerne das. Glaube ich. Kleinstein wird es lernen können. Also der hat dann schon mal einen brauchbaren Steinmove, der besser ist als Steinwurf. Ja. Genau. Gucken wir mal unser Kleinstein an, was es so kann. Die Pelle ist vorbei. Das ist in Ordnung. Bitte heilen Sie meine Pokémon. Schwester Joy. Und dann möchte ich mir gerne meinen Kleinstein angucken, ob es sich, wie es so aussieht. Also ich werde es sehr wahrscheinlich mitnehmen wollen. Und sehr wahrscheinlich meine ich eigentlich ziemlich sicher. Frage ist nur über wem. So, Kleinstein, du kannst. Hasty, minus Defense, plus Speed. Shit. Jock hat als Fähigkeit. Okay, aber du bist ja trotzdem eine Normal Resist. Über wen nehmen will ich mit? Dodu? Ich glaube, über Fifi, oder? Oder über Dodu? Ich bin mir nicht sicher gerade. Über Fifi oder über Dodu? Also Dodu wäre natürlich, der macht gerade nicht so viel, ne? Dodu macht gerade nicht so viel. Fifian halt auch nicht, aber Fifian hat Step Biss. Warte, wir gucken mal eben auf den Bulk von euch beiden drauf. Einen Moment. Summary. Wer von euch lebt eher einen Hit? 12 Defense, 14 Defense. 12, 9. 25 HP. Okay, Fifian fliegt. Fifian stirbt mir zu schnell. Wir nehmen das Kleinstein. So, okay. Dann werde ich das Kleinstein jetzt trainieren. Aufs Levelniveau von allen anderen. Und dann haben wir noch ein paar Sachen zu tun. Und dann geht's bald in den Rivalen. Aber erst... Oder... Nee, ich trainiere erstmal... Wisst ihr was? Ich trainiere jetzt alles auf Level 10. Ich trainiere jetzt alles auf Level 10. Wir sehen uns dann, wenn das passiert ist. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Ich habe das Team trainiert. So, wir gucken einmal drauf. Hier ist Menno. Menno hat Fury Attack gelernt und ich habe Jade runtergenommen. Akim hat nichts gelernt. Eins Cooler hat Quick Attack gelernt und ich habe Sand Attack runtergenommen. Jock hat Rock Polish gelernt und wollte Rock Throw lernen, aber Rock Tomb ist halt einfach 5% mehr Accurate und hat 10 mehr Damage. Von daher lol. Und wir lowern den Speed vom Gegner. Also was zum Fick will ich eigentlich mit Rock Throw? Slippy hat kein Level abbekommen. Thais auch nicht. So. Und jetzt gehen wir in die Schule. Und ich habe gesehen, wir können in den Norden weitergehen. Das finde ich interessant. Ich glaube, da gucken wir später noch rein. Hier liegt ein Item. Eine Scope Lens. Alter, mehr Crits. Mehr Crits. Oh, und ich habe mit Evoli einen Trank geklaut von einem wilden Pokémon. Weil Covet ist basically... Thief. Alter, wer will mehr Crits haben? Menno, du nimmst dir Crits. Komm, du hast eine Scope Lens, du crittest jetzt. Ich glaube an dich. So, bist du Hidden Power Mensch? Ja, du sagst mir den Hidden Power Typen, dann gib mir mal Hidden Power Typ von Akim. Sag mir, es ist HP Fire und ich bin glücklich. Jock. Ah, nee. Das ist es nicht. Gib mir andere Hidden Power Typen. So, wer könnte Hidden Power usen von diesen Pokémon? Maybe Slippy. Was hat Slippy für eine Hidden Power? Flying. I mean, bevor wir Eis haben, ist es immer noch ganz okay gegen... Bevor wir HP Ice Beam haben, ist es immer noch ganz okay gegen Grass-Types, I guess.
Aber ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Hey du! Lass uns kämpfen! Go, my Pokémon! Go! Was ist denn dein Pokémon? Also in Diamant und Perle ist es ein Abra. Du hast zwei Pokémon, schon mal gruselig. Erstens ist es ein Abra. Level 8. Level 8 Abra. Go, Menno. Und mein Play ist hier auf Fury Attack drücken und damit Quick Attack finishen. Hidden Power. Okay, was für ein Hidden Power ist es? Im Base Game ist es Hidden Power Fighting. Das sieht mir auch nach Critical Hit. Okay. Und Fury Attack schon mal getroffen. So, wie viele Hits kriegen wir denn? Drei Hits würden Abra killen. Kriegen aber nur zwei. Ist nicht so tragisch, die haben Quick Attack. One Potion. Alter, use gerne alle deine Potions. Ist mir scheißegal. Ich Quick Attack dein Abra und ich bin glücklich. Ist sogar ein One-Hit. Hätte ich mal direkt Quick Attack gedrückt, dann hätten wir nur keinen Schaden genommen. Und ein zweites Pokémon ist ein Psyduck. Okay. Ich bleibe jetzt erstmal trotzdem nicht drin. Ich habe ein bisschen Sorgen. Slippy hat nur Water Moves. Wir gehen auf Akim. Wir gehen auf Akim. Slippy hat nur Water Moves. Das dauert 100 Jahre, bis das Psyduck down ist. Water Gun. Kein Ding. Für einen King. Wie zum Beispiel Akim. Das Bisasam. Hier kommt Vine Whip. 50%? Das ist sogar mehr als 50%. Verrückt. Das ist ja verrückt. So, aber jetzt, wo ich halt weiß, dass ich auch in Richtung Norden weitergehen kann, bin ich mir unsicher, ob ich nicht vielleicht overlevelt habe. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Akim gain 67 XP. Cool. Ich habe aber ein bisschen Angst vor dem ersten Rivalenkampf. Ich weiß, dass er mal Faxo hat. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich mit meinem Faxo dealen möchte. Ich meine, ich habe jetzt einen Jog-Type, das ist relativ wichtig dafür. Aber es ist halt die Frage, wie viel Schaden Jog dem auch wirklich überhaupt macht, ne? Und ob das Manfaxo irgendwelche lustigen Coverage-Optionen haben, die meinen Kleinstein boxen können. So, weiter geht's. Du bist dran. Und du hast, glaube ich, die gleichen Pokémon. Hoffe ich. Denke ich. Hast du im Base-Game? Mal gucken, ob du es hier auch hast. Du hast zwei Pokémon. Jalz. Das ist kein Abra. Das ist ein Jalz. Können wir nicht mit Quick Attack one-hitten? Finden wir es heraus. Jalz ist auch nicht Bulky. Können wir nicht. Geht für Confusion. Das wird ein bisschen wehtun. Ja, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Quick Attack. Jo, setz deine Potion ruhig ein. Ist völlig in Ordnung für mich. Gucken, vielleicht ist Quick Attack jetzt sogar eine Roll zum Killen. Das ist nicht. Zweiter Quick Attack killt aber. So, Jalz weg. Jalz wurde besiegt. Level 11 Dodu. Dodu entwickelt sich halt auch erst echt spät, ne? 30 oder sowas, 36. Und ein Stern-Du, oh shit. Naja, wir haben ja Akim nicht zum Spaß dabei, ne? Der ist ja hier, weil er hier arbeitet. Go Akim. Water Gun. Ich kann ja mal gucken, welches Level die Trainer auf der Route da haben. Auf die wir schon hätten gehen können, aber es nicht getan haben. Trainer Pokémon. Ne, das ist Trainer Barry, das ist Route 203. Route 204 ist es, genau. Route 204 North, wo haben wir es denn? Level 13 und sowas. Ne, da wollen wir noch nicht hin. Da wollen wir noch nicht hin. Ah, wir könnten. Wenn wir es wollen würden, könnten wir. Aber wir wollen da noch nicht hin. Ich wollte das nur mal erklären, weil ich habe gesehen, dass da keine Zertrümmerersteine sind und ich da einfach durchspazieren kann. Wenn ich das möchte. Aber nicht bei dem Level, das sie da gerade haben. Vergiss es. Da gehen wir nicht hin. Also habe ich doch nicht overlevelt. Also ist alles in Ordnung. Akim ist noch nicht Level 11. Das würde ich ganz cool wäre, ne? Für den Rivalenkampf, so Plinfer. Aber ist schon in Ordnung. Jetzt kriege ich von dir ein Item. Ist es TM Kraftreserve? Yes. So, wir haben TM Kraftreserve. Ich kann ja noch mal... Warte, wir gucken mal eben nach, was für ein Move, was für ein Hidden Power-Typ denn Panflam hätte. Panflam Special Check ist ja auch okay. Wir sind jetzt Adamant, aber wir können da ja coverage-technisch gerade auch eventuell was rausholen. Thais, wie sieht's aus? Eis. HP Eis Panflam. Lol. HP Eis Panflam. Klingt solide. Ich weiß jetzt nicht, welche Base-Power die haben würde. Ich kenne ja die Defaults von meinem Pokémon nicht, aber
Ich überlege gerade, ob ich Taunt nicht behalten möchte und lieber Leer runternehme. Ich glaube, ich möchte Taunt behalten. Ich könnte mit Taunt in der ersten Arena verhindern, dass der, dass der Tarnstein ihn legt. Der Tarnstein auf seinem Lied. Und das könnte ich dann direkt verhindern mit Taunt. Ich glaube, ich behalte den Taunt. Hier, nimm die Karte. Barry. Nimm die Karte und geh in Richtung Osten. Dann kämpfen wir da gleich. Und dann kann ich da noch ein Pokémon fangen im Osten. Wie sieht es eigentlich aus mit Route 203? Möchte ich auf Route 203 mit dem Wald-Pokémon, mit dem Pokeradar reingehen? Pineco mit Pokeradar. Ganz ehrlich? Pineco wäre schon nicht verkehrt, ne? Würde halt zu einem Steel-Type werden. Und so ein Steel-Type ist schon immer nice to have. Ich glaube, wir gehen mit Pokeradar da im Osten rein. Wenn wir kein Pineco bekommen, dann kriegen wir kein Pineco. Und dann ist das halt so. Dann haben wir kein Pineco. Ist ja immer noch nicht garantiert, ein Pineco zu kriegen. Aber so ein Steel-Type wäre schon nice. Man würde sich darüber freuen, ihn zu haben. Wäre schon sehr cool. Also so ein Forstaker. Hey, na, willst du mir ein Pocket schenken? Oh, 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 du kennst dich ein Pokémon. Es ist dunkler geworden, es ist 17 Uhr. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, ich habe den Pocket einfach so bekommen. Ich muss nicht die Clowns finden. Dankeschön. Das wäre auch echt nervig gewesen. Jetzt haben wir eine Uhr, sehen wir, dass es 17 Uhr ist. Worauf können wir das denn hier stellen? Was ist das? Was auch immer es ist, wir wollen da nicht hin. Eine Stoppuhr? Stoppuhr. Cool. Liebe. Wie sehr liebt ihr euch? Gar nicht. Was ist das? Ist das ein Wecker? Dodo ist Nummer 1 in irgendwas. Der Pocket hat so ein weirdes Touch. Hier kann ich malen. Cool. Kalender! Type Effectiveness! Das ist wichtig. Wir können Münzen werfen. Das ist ein Feature, das wir eventuell benutzen können. Link Search. Nee. Karte. Uhr. Obtained Pokémon. Ah, das ist cool, ja. Obtained Pokémon. Weil ihr habt ja rechts eh schon die Liste mit unser Team, ne? Und dann habt ihr auch noch die Obtained Pokémon, die wir als letztes bekommen haben. Das ist ja crazy. Womit leadet der Typ eigentlich? Staralili, oder? Was ist denn unser Lead gegen Staralili? Was counter-leaden wir gegen Staralili? Jog, oder? Wir leaden schon Jog. Oder leadet der Plinfer? Okay, jetzt habe ich Angst. Leute, leadet der Plinfer? Nee, er leadet Staralili. Alles in Ordnung. Hey! Barry! Ja, lass uns kämpfen. Ich bin voll bereit. Ich box dich weg, Mann. Einfach wegboxe ich dich. Staralili, more like bad. Hier kommt Kleinstein. Guck dir, wie es seine Faust hebt. Denn es wird dich jetzt Rocktum. Wing Attack. Aua, Mann. Wing Attack ist halt Base 60. Das ist halt schon ein sehr solider Move. Also dieser Rocktum ist auch Base 60. Von daher, Jokes on you. Aber Alter, Base 60 ist schon early. Also Level 10, Base 60er Move ist schon nice. Freut man sich schon, wenn man sowas hat. Ist nicht broken, aber es ist sehr cool, sowas zu haben. Piplup. So, da geht's los. Ich bin im Besitz eines Pflanzentypens und ich werde ihn benutzen. Hier kommt mein Pflanzentyp. Go, Aki. Und ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, Leech Seeds zu drücken. Water Pulse. Aua. Der hat die TM aufgehoben. Drecksack. Ich habe die TM auch aufgehoben. Hat mich nicht confused. Sehr schön. Okay, wir gehen für Leech Seeds. Pack. Aua. Ja, die Leech Seeds werden gebraucht. Ich habe sie sogar geconnected. Sehr schön. Ich habe die Leech Seeds connected, Leute. Die sind getroffen. Das ist gut. Gehen wir für einen Growl?
Nee, wir gehen für Vine Whip. Wir gehen einfach für Vine Whip. Ich möchte nicht growlen. Autsch, das macht 10 KP Schaden. Ich bin aber jetzt im Range von Notdünger. Das heißt, meine Vine Whip ist stärker. Jo, oh, der Zitrobeere. Zitrobeere, vor allem Singelbeere. Ja, eine Singelbeere. Okay, benutzt der Tränke? Wir leben noch im Pack. Ich kann also Wein whippen. Er benutzt Tränke. Nice. Okay, wir sind... sind wir noch im... Wir sind noch im Range von Notdünger, oder? Mit 12 KP. 3x12, 26. Wir sollten noch im Range sein. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt hat sich das erledigt. King geht jetzt auf Pack and Jog. Habt euch Angst vor. Ein Cooler kann Tail Whip. Das könnten wir dann gegen Faxo einsetzen. Hier auf eins Cooler. Akim hat seinen Job gegen Piplup getan. Piplup stirbt jetzt zu Leech Seeds. Wir gehen in eins Cooler, essen den Pack. Yo, der macht nothing. Wir kriegen noch ein paar Leech Seed Recovery. Und jetzt können wir gleich ein bisschen Stats von Manfaxo lowern und dann reinkommen mit unserem Kleinstein und das Manfaxo boxen. Und Jork und Akim kriegen beide ein Level up. Cool. Akim will Razor Leaf. Ja, sowas von. Sofort. Alter. Wir brauchen eigentlich Vine Whip. 10 Base Power mehr. Los geht's. Ich bin dabei. 5% Misschance ist ein bisschen gruselig, aber passt schon. Passt schon. Es ist Zeit. Munchlags. So. Wo hast du denn das her? Wo hast du den Honigbaum gefunden? Ne? Erzähl mal. Wo hast du den gefunden? Erstmal wird hier reingetailwhipped. Weg mit der Defense. Jogtun. Okay, macht wie viel? Manfaxo ist halt strong. Das macht schon ziemlich viel, aber wir leben noch einen Hit. Wir können noch einmal Tailwhippen. Und dann gehen wir rüber auf Kleinstein. Amnesia. Boostet seine Special Defense. Okay, nicht so schlimm. Niemand braucht Special Defense. Falls du ein Item hast, wir klauen es mit Covet. Ich glaube nicht, dass du ein Item hast, aber falls du eins hast, wir klauen es eben schnell. Er hatte keins. Geht für Jogtun. Okay, taken wir noch. Taken wir noch. Kein Ding. Kein Ding. Ja, Crit wäre kritisch geworden. So, und jetzt gehen wir rüber auf Kleinstein. Jetzt gehen wir auf Kleinstein. Hättest du Leftovers gehabt, hätten wir es jetzt geklaut. Tackle. Aufgegessen. Und wir Jogtunen rein. Metronom. Ach du Scheiße. Handschlägst, bitte tun wir nichts. Eisauer. Das ist sehr effektiv und speziell. Munchlax. Ich hab auch an der Speed gelauert. Das heißt, wir sind auch trotz Rocktomb jetzt nicht schneller. Aber wir killen. Munchlax. Hör doch auf. Alter. Alter, Munchlax. Was soll der Mist? Ja, du hast verloren. Zu Recht. Metronom Icy Wind. Also es hätte noch schlimmer kommen können mit irgendwie... Aqua-Knarre. Aber das war auch schon ungeil. Das war auch schon sehr ungeil. Oh yeah, Felix. Noch zwei Items. Ein XP-Share, okay. Der ist noch nicht broken. Den kann ich also mal benutzen, wenn ich möchte. Wenn ich mal ein Pokémon leveln möchte, kann ich dem XP-Share in die Hand drücken. Also absolut valid. Nehmen wir mit. Es ist kein OP-Teiler. Und damit kann ich arbeiten. Warum kuschelt... Also, guckt euch mal die zweite Reihe der gerade gefangenen Pokémon an. Warum kuschelt denn Krabsel eigentlich so sehr mit dem Krabby? Geweiher ist nicht so weit links. Krabsel will einfach kuscheln. So, einen Encounter haben wir jetzt. Den gehen wir jetzt noch holen. Und wir hoffen, dass es Tanzer wird. Wenn es nicht Tanzer wird, dann ist es halt nicht Tanzer. So, what the fuck? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Tanzer wäre cool gewesen, aber dann ist es halt kein Tanzer. Wir wollen das Tanzer jetzt ja auch noch nicht benutzen. Wir wollen es ja für später haben. Wir wollen es ja erst dann haben, wenn es Forsaker ist, aber... So, rein in den Rasen. Und es wird Zeit... Gib mir mein Pokeradar. Okay, jetzt müssen wir das Radar immer wieder aufladen. Hier war nichts. Müssen wir nochmal probieren. War das genug zum Aufladen?
5 Schritte noch. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 5 Schritte. Los geht's. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Unser Encounter ist ein Lotutze. Ist auch okay. Ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber es ist auch okay. Wie schwächen wir Lotutze? Gehen wir auf Akim und hauen einfach ein bisschen mit Tackle drauf? Ich glaube, das werden wir tun. Go, Akim. Bubble. Ich rieche die Gefahr. Hier kommt mein Tackle. Aber ich wäre schon sehr happy gewesen mit einem... der Tackle macht ganz schön viel. Ich wäre schon echt happy gewesen mit einem, Frostaker. Wobei es hätte auch sein können, dass es nicht einfach die Luft jagt. Wann lernt denn der Finale und Explosion? Und die sind hier auch noch ziemlich strong, ne? Das ist ja ein vor Gen 5. Also Finale und Explosion halbieren noch die Verteidigung vom Gegner, wenn sie eingesetzt werden. Also die tun richtig weh. Kommt ein Pokéball. Hey, Low-Tail, bleib doch drin. Bleib doch drin. 1, 2, 3. Low-Tail gefangen. First try. Immer first try. So, und wie nennen wir unser Low-Tail? Das Water-Weed-Pokémon. Oh, Water-Weed. Yes. Okay. Gut. Dann gucken wir uns den jetzt noch an und dann sind wir auch durch, ne? Dann sind wir auch vorbei, fertig mit dem Leben. Dann haben wir alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und ich bin dann auch geschafft. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Lotad, du hast... als Fähigkeit. Und du bist erstmal bold, das ist nicht schlecht. Swift Swim. Auch nice. Bubble Absorber. Und ist tonisch, was jetzt nicht so geil ist, aber solide. Kann mit arbeiten. Dritter Grass-Type. Dritter Water-Type. Vierter Water-Type, meine ich. In der Theorie haben wir noch einen Shiggy. Irgendwo. Im Nichts. Also wir haben ein paar Pokémon. Hier noch ein Glumanda und ein Shiggy. Können wir uns abholen, wenn wir sie brauchen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo wir dann uns in Richtung Osten begeben. Bis dahin. Tschüss.